Mathematik-Eingabebereich Formeln einzugeben war früher nicht selten mit abstrakten Strichzeichnungen und komplizierter Texteingabe verbunden. In Windows 7 schafft der Mathematik-Eingabebereich Abhilfe. Öffnen Sie das Startmenü und tippen Sie in das Suchfeld Mathematik-Eingabebereich. Klicken Sie auf den Eintrag. Hier können Sie nun mit der Maus eine beliebige Formel zeichnen, woraufhin die Eingabe in eine schöne Form gebracht wird. Formeln können aber auch mittels Zeichentablett und Touchscreen eingelesen werden. Sollte einmal eine Eingabe nicht richtig interpretiert werden, klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen und Korrigieren und schließen Sie mit der Auswahl den Bereich ein, den Sie verändern wollen. Wählen Sie das Ersatzzeichen aus und die Formel wird entsprechend verändert. Sie möchten die Formel in ein Textverarbeitungsprogramm übertragen? positionieren sie dazu den cursor an einer stelle im textverarbeitungsprogramm und wählen sie danach im mathematik-eingabebereich die schaltfläche einfügen.